So, jetzt sind wir hier bei Graf Dirkula, auch genannt der Dirk. Guten Tag. So, ich überreiche dir gleich mal was. Ach du je. Ein Messerchen für deinen Kanal zum Testen. Sehr gut, sehr schön. Gerade unser Maisverkauf, ne? Das ist gerade unser Maisverkauf. Ich wollte gerade sagen. Sigurd Tactical. Mit praktischem Multiclip. Hier kann man überall einheften. Hier, schau mal da. Kannst du in der Molle Schlaufen machen. Hier oder hier in der Hose. So, hast cool. Du direkt. Zack. Hast du griffbereit. Sehr cool. Na, ich gebe dir mal eins mit. Darfst du in deinem Kanal testen und mal schön vorzeigen. Da freuen sich die Leute. Hier ist die neue Tanto-Version davon. Tanto. Auch nicht schlecht. Ja. Magst du testen, dann gebe ich dir eins mit. Okay. Okay. Ihr seid ziemlich ausverkauft, ne? Ja, wir sind ziemlich ausverkauft. Ja. So, da. Habt ihr wieder Doppelschichten, Dreifachschichten? Kannst du ja eins auf deinem Kanal verlosen, wenn du magst. Oh, okay. Ne? Such dir eins aus, eins darfst du behalten, eins verlost du. Das ist aber mal cool. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Hier sind unsere neuen Modelle. Die, wo jetzt im Vorverkauf sind. Das ist das, was als nächstes kommt. Ja. Mhm. Also wenn da jetzt jemand was will, dann muss er jetzt zum Shop bestellen oder für immer schweigen. Ne? Für immer schweigen. Valhalla. Valhalla, ja. Zeig's mal. Zeig's mal. Valhalla kennen doch die Leute, oder? So. Ja, den Verschluss kennt man. Das nehmen wir jetzt mit nach Atlanta auf die Blade. Das ist gut. Da wird das versteigert. Ja. Also wenn jemand von deinen Leuten, die deinen Kanal abonniert haben, in Atlanta auf der Blade ist, kann er das ersteigern dort. Cool. Ja. Okay, also ab nach Atlanta. Ja, das für unsere amerikanischen Fans halt. Ja. Oh, das Besteck ist ja wohl der Hammer. Ja, das ist unser Tactical Cutlery Besteck. Ja. Was ich auch ziemlich geil finde, ist das Utgard Tactical. Aha. Verkauft ihr denn auch in Amerika? Natürlich. Wie verrückt? Wie verrückt. Wie verrückt. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, warte, ich zeig dir noch was Geiles. Wer hat ja letztens aus dem Video gemacht? Aha. Okay. Ja, das ist das. Was haben wir hier? Das Vega Apokalypse. 1,8 Kilo nackter Stahl. Ja. Brutal. Das Ding ist. Brutal. Und scharf wie eine Rasierklinge, ja. Und das kostet Geld? Das kostet 600 Tacken, ja. 600. Ja. Wird übrigens der größte TPU-Druck für eine Scheide, den es jemals gegeben hat. Ja, also wir drucken da richtig eine TPU-Scheide dafür, für das Ding. Ja. Haben wir uns mal zum Ziel gesetzt. Brutal. Ja, das ist richtig krass. Brutal, ja. Irre. Das zieht die Leute wie brutal, ja. Das kannst du ja praktisch schon als Hantel nehmen, ne? Ja, das ist geil. Du musst ja auch mal den Edna Huni mal ablösen. Zeig mal nochmal, das läuft nämlich auch. Hier ist Odins Toothpick. 1 Zentimeter dick. Das ist ja fast schon ein freundliches Messer bei euch. Das ist, wird von ganz vielen Leuten gerade gekauft. Das ist so eine Mischung zwischen Messer und Axt irgendwie. Ne? Du kannst es also hier nehmen und kannst da richtig schnitzen mit. Mhm. Ne? Und du kannst es aber auch zum Hacken nehmen. Ja. Hat sich erstaunlicherweise eine sehr hohe Beliebtheit erfreut, ja. Also wir machen da jede Woche von den Dingern. Und wie gesagt, nur noch übertroffen vom Sigurd Tactical, was du dann in deinem Kanal mal vorstellen und verlosen kannst. Die Dinger sind der Wahnsinn, was die kannst. Na, wo ist deine Frau? Das ist ja auch schon wieder fast ein freundliches Messer aus eurem... Ja, das ist das Bömbur. Bömbur Fixit. Ne? Mhm. Ist auch nicht schlecht. Wir haben leider nicht viel dabei. Du siehst ja hier, wir sind schon ziemlich ausverkauft. Ja. Und wir waren nach der IWA, haben die Leute sehr viel bestellt. Wir waren schon am Überlegen, kommen wir oder kommen wir nicht. Ne? Aber da liegt deins, kennst du das? Ich wollte gerade sagen, ich kenne es irgendwoher. Das ist ja Craftsman. Craftsman Mini, wo ist der Mini? Mini haben wir heute nicht dabei. Oh. Ist schon weg. Ist schon weg. Craftsman Mini ist schon verkauft. Ja, ist ja echt. Das wäre schon spurt gewesen. Ja, die üblichen Verdächtigen vom Bürger halt. Aber gucken wir erstmal, ob es so bleibt. Wahnsinn. Ich weiß es, ja. Wann haben wir uns damals getroffen? Das ist aber schon ein paar Jährchen her. 4, 5, 6? Ja? 5. Damals auch mit deiner Tochter? Oben auf der Bühne? Wo noch alle gelacht haben. Wo alle noch gelacht haben und ich habe gesagt, aus dem Bengel wird was. Ja. Ah, hier, das ist das Radarfest Tanto. Kennst du? Schön, schön, schön. Ist auch schön, ja.
Aber sonst. Egal, ich soll es alleine. Aber hier der Gräber finde ich auch ganz ziemlich geil. Titan-Gräber. Oh. Das ist praktisch der Trainer zum Sigurd. Ja, ne? Weil die Leute neigen ja dann immer wieder damit zu üben. Ne? So. Die Langeweile ist. Kampfsport und so. Ja. Du. Schön, schön, schön. Ah. Ja, guck, meine Eltern. Der Corona-Türöffner. Ja, ja. Was hast du jetzt schon gesagt? Also, ich hätte es egal, ich wäre jetzt im Schwab. Wird nicht mehr benötigt. Ja. 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 Nase bohren halt. Ja. Ja. Oder man zieht halt die Leute an der Nase bei, ne? Ja, genau. Ja, zum Fliegenschneider, das ist doch mal was hier. Ja, das haben schon Leute im Barland gehabt. Ne? Nee, meine Mutter. Ja, das ist alles aber, oder? Ja. Das hat was. Ja, gut. Ja, die brauchen so jede Menge Messer fürs Geld, ne? Das ist Kilopreis. 1,8 Kilo wiegt das. Welcher Stahl? Das ist 1,2842. Mhm. Das ist Helga, der Schreck. Alles andere würde keinen Sinn machen bei dem Ding. Ja. Ja. Okay, Dirk, danke schön. Ja, ja, ciao. Warte, wir machen noch ein Foto. Oder? Ach ja. Geht es noch mal, bin ich. Das kann ich mal zeigen. Ich habe da wirklich, ich habe da ein Restaurant, das ist schön leicht, das ist toll. Was ist das für ein Material? Das ist Carbon. Carbon. Einfach wie ein Messer halten. Ja. Der habe ich jetzt zufrieden. Du bist zu fest gezogen. Wo sieht das an, der genau? Dann suchen Sie es mal. Schauen Sie mal, ganz einfach wie ein Messer halten. Ja. So wie ein Messer. Ja. Hier, die Mulde. Ja. Mit Fingerspitzen. Ja. Ziehen. Ah, ziehen. Ja, drücken. Lauf drücken. Lauf drücken. Nein, 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 nein. Wenn Sie aufmachen, hier. Ah, dann ja. So, jetzt ist es zu. Ja. Da braucht man Lehrgang. Ja. Ziehen, gell? Ziehen. Ja. Jetzt ist es offen. Weiß ich, dass er noch welche so hat. Er hat ein sehr, sehr schönes Messer dabei. Dann guck ich mal schnell. Nannte man früher der DDR Bücklischware. Mhm. Kennst du, ne? Ich hoffe, jetzt hau da nicht die ganze Gewinne auf den Kopf.
Aber das ist jetzt halt nicht mehr so. Auf jeden Fall. Das ist jetzt der Stand von Jenny Döpken und ihrem Mann. Da ist er. Ja, die machen ja auch mit viel schmale Klingenbackröhren, ne? Nee, das ist schon richtig, das ist ein schöner Schneidteufel. Ja, genau. Lauter schöne Messer. Super Preis. Also im Juli ist doch. Das Kugel, ja. Ja, die sind auch aus Kugel. Aus Kugel? Ja. Ja, da dran bin ich. Dann zweit, wieder mal ein Nummer. Dankeschön. Bitte. Nee. So, ich mache jetzt so langsam Benito. Bist du noch super drauf? Also, du bist in einem Team. Ich habe heute auch noch Film, ne? Schwill. Hast du nicht einen YouTube-Kanal? Ich? Nee. Nee, das ist dir immer ähnlich. Hast du. Ein bisschen. Ich bin gerade auf dem Weg. Ja, das ist okay. Also, dann gehe ich mal wieder rüber. Ich wollte noch mal mit dem Edmund Rudi noch mal sprechen. Ne? Das ist ein Prototyp von mir. Ah. Das ist nicht von ihm. Aber es sieht ihm schon sehr ähnlich, ja, oder? Aber ich war 2 Jahre vorher. Echt? Ja, ja. Dann das seid war allerdings das ist ein Prototyp von mir. Da habe ich... Brüder im Geiste, ja, N690. Ja, da habe ich halt hier das, weil ich einfach nicht imstande war, diese Dings zu fräsen, habe ich nur Löcher gemacht. Ja. Jimpings hatte ich auch keinen Bock, da habe ich das hier gemacht. Ja. Oh. Und dann hast du hier... zum Hebeln, hast du einfach mal die gut. Möglichkeit hier und auch wenn du mal Baton eben nicht über die ganze Schneide, sondern hier einfach nur gerade runter und dann hast du die Schmetterwirkung über die Schneide, über die Spitze. Ja.
Das ist halt ein Prototyp von mir. Hier Scheide aus Kydex mit einem speziellen System aus Stahl. Ja. Kann man das durchfädeln. Denkt man hier hinten. Hier ein klappbarer, ausklappbarer Schleifstein. Cool. Feuerstahl könnte auch länger sein, aber sehr cool. Für Fachmann reicht's. Ja, und wie gesagt, klapperfreie Procool-Qualität. Wahnsinn. Gefällt. Und mal sein Paracord immer am Mann. Ich habe halt keinen Griff gebaut, weil für mich ist das das Angenehmste, was es gibt. Ich verwende das nicht als Schnurreserve, aber ich finde es einfach, diese Wicklung oben breit, unten schmal, finde ich einfach geil. Genau mein Fall. Baumeister schon mit Klinge und. Achtung, Gaststimme. Nochmal.
Erzähl mal was über die Messer. Traumklingen. Also meine Favoriten sind das hier. Das? Ja. Geschlossener Traum, steht nichts über. Erkennt jemand die Stimme? Und kaufen werde ich wahrscheinlich, ja, das verrate ich jetzt bei dir nicht. Das ist ein Franke. Ja. Ein Traum. Ein Traum. Ist auch ein Traum, vor allem eine Traumklinge. Man könnte ja glatt sagen, Metins Traumschmiede. So, für welches hast du dich entschieden? Welches wäre dein Favorit hier auf dem Tisch? Wahrscheinlich. Das hier. Abgeschlossenen Traum. Oh. Oh. Okay. Wer die Stimme noch nicht erkannt hat, der hat seinen Kanal noch nie geguckt. Das ist, was der Frank genannt? Supracor. Supracor. Ich kenne keine Sau. Schön. Mann, Mann, Mann. Ich guck mal, ob ich so ein Spüler oder irgendwas. Wenn ich ab. So rum? Na komm, ich mach so. Gut. Wo kommst du her? Aus Mainz. Woher aus Mainz? Aus Mainz. Woher aus Mainz? Bischofsheim. Kostheimer. Kostheimer. Kostheimer sind was? Kostheimer. Wieso stehst du denn hier? Ah, jetzt sicher. Ja, klar. An der Taunusbahn 41 habe ich früher gewohnt. Und? Ah ja, und der Baum. Der kommt demnächst auch noch. Haben wir doch Platz? Ich habe keinen Platz mehr. Hast keinen Platz mehr? Willst du auch mit... Das rentiert sich nicht. Meinst du nicht? Was ist das denn für ein schönes Schätzchen? Das ist ein englisches Sheffield. Danke. Guck mal, schick, weil ich so... Ja, ja.
ganz gut. Bewegt sich das ja nachher nicht, aber ja, wenn man so guckt, also ich sag ja schon, das kann ich auch sagen. Die entfaltet jetzt mal so langsam, dann wir kommen dieses Grün, oder? Da ist nicht so viel drin. Immer schön, wenn sie fragen. Und sie machen wollen. Es gehört sich aber so. Selbstverständlich. Verabscheulich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier kommen wir jetzt ziemlich genau geografisch Mitte von Deutschland. Süd-Niederlande. Ja, dann bin ich nicht her. Aber ich will nicht auf den Boden fahren. Ich halte. Unser Wohnmobil herkommt. So, und das ist der Stand von Wolfgang Schlögel, auch genannt der Wolfster. Ne? Der Wolfster. Thank you.
So, natürlich hier am Stand von Ed Mahoney, logisch. Reicht hier, der Zettel, der große, das geht doch nicht vor. Ich hab ein Handy. Du sollst in dein Handy reinschreiben. Aber der Zettel ist groß genug, den wird er wohl nicht verlieren, oder? Den verliere ich nicht, keine Ahnung. So, liebe Leute, das war die Messebörse in Schafheim. Die erste seit 2 Jahren. Wolfster, Midgardsmesser, Schmiedemesser Schwabach, Ed Mahoney, Paros Point, Ruslan mit Sohn, Ruslan Junior, Holsterbau, Jenny Döpken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, schönen Sonntag. Und wie ihr gesehen habt, es gibt etwas zum Filmen plus zum Verlosen. Jaha. Wie immer gilt, tschüss mal die Hut, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kappe. Jawohl, Wasser.